Warschauer Ghetto war Sommer, die Nächte so angenehm lind. Abfahrbereit standen Züge zur Zeit, wenn die Schulferien sind. Kinder, wir werden verreisen, wir fahren aufs Land hinaus, versprach Janusz Korczak den Weisen aus seinem Waisenhaus. Glaubten ihm das, was er sagte, die Lüge vom Sonntagsausflug. Musste 200-fach halten, bis zum letzten Atemzug. Man sagt, sie hätten gesungen, marschierten und fassten sich an. Neben den Vierereien, der kleine rotbärtige Mann. Kinder, wir werden verreisen, wir fahren aufs Land hinaus, versprach Janusz Korczak den Weisen aus seinem Waisenhaus. Er hätte sich noch retten können, Passierschein, den hatte er schon, doch er stieg mit den polnischen Kindern in einen deutschen Waggon. Man sagt, sie hätten gesungen, marschierten und fassten sich an. Hoch oben über den Köpfen ihre grüne Fahne, die sie auf Sonntagsausflügen schon immer begleitet hat, fuhr nun im Güterwagen zusammengerollt aus der Stadt. Fahren aufs Land hinaus, versprach Janusz Korczak den Weisen aus seinem Waisenhaus. Im Warschauer Ghetto war Sommer, die Nächte so angenehm lind. Abfahrbereit standen Züge zur Zeit, wenn